Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein neues Aufgegessen-Video. Ich habe hier wieder einen randvollen Beutel mit veganen Süßigkeiten, Fertiggerichten und Fleischersatz. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau, was drin ist, weil das letzte Aufgegessen ist ja schon ein bisschen her. Ein kleiner Disclaimer immer vor diesen Videos. Die Produkte, die ich zeige, sind alle von der Rezeptur her vegan. Es sind Produkte aus den unterschiedlichsten Bereichen, aber natürlich Fertigprodukte. Die Basis einer veganen Ernährung sollte natürlich immer viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Saaten, Nüsse und unverarbeitete Lebensmittel sein. Und diese Produkte können eine vegane Ernährung ergänzen, müssen sie aber nicht. Ich persönlich mag es ganz gerne, auf diese Alternativen zurückzugreifen, einfach weil ich nicht schon seit meiner Geburt vegan bin und mich diese Dinge an Momente erinnern, die ich schön fand aus der Vergangenheit. Und wir sind ja alle so, was manche Gerichte angeht, nostalgisch. Und deswegen finde ich es wunderbar, dass immer mehr vegane Produkte auf den Markt kommen. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich werde immer unten einblenden, wie teuer die Produkte waren und wo ihr sie wahrscheinlich findet. Wir fangen als allererstes ganz oben an. Und zwar habe ich von Love aus Lupinen diesen Stracciatella-Logurt entdeckt. Den gab es in meinem Rewe und da war ich tatsächlich sehr überrascht. Der war nämlich wirklich, wirklich lecker. Er war richtig schön cremig, es waren reichlich Schokostückchen drin. Man muss allerdings sagen, es ist schon eher ein Dessert als ein Joghurt, weil ziemlich viel Zucker enthalten ist und dann noch Kakaostückchen und so. Ich hatte mal irgendwo einen Kommentar aus einer Person aus meiner Community gelesen, dass sie sich den gerne unter anderen Joghurt mischt, um halt diese Stracciatella-Sorte zu haben, aber eben nicht ganz so viel Zucker. Finde ich auch eine gute Alternative. Also ich finde den richtig lecker und würde ihn auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Als nächstes habe ich das The Vegetarian Butcher Wien Schnitzel gegessen. Und das ist eine Alternative zu einem Wiener Schnitzel. Man kann es sich schon denken. Und ich glaube, das ist nicht immer vegan, weil ich glaube, das war eine ganze Weile nur vegetarisch. Ich habe mich nämlich irgendwann mal vergriffen und an der Kasse habe ich bemerkt, oh, da steht nur vegetarisch drauf. Das ist für mich ein sehr authentisches Schnitzel. Ich finde, das hat total an Schweineschnitzel erinnert, so wie ich das noch im Kopf habe. Das ist jetzt auch schon über 9 Jahre her. Aber ja, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Die sind jetzt hier auf Basis von Soja- und Weizengluten, genau. Dann habe ich eine Schokolade zurückentdeckt, die ich sehr lange nicht gegessen habe, weil ich irgendwie nicht den Sinn darin gesehen habe, wenn man andere Schokoladen haben kann mit irgendwelchen Nüssen drin oder so. Aber das ist die White Vanilla Vegan von iChock. Die gibt es zum Beispiel bei DM oder auch im Biomarkt. Und bei der muss ich sagen, das ist halt wirklich eine solide weiße Schokolade. Und sie ist vor allem auch für Leute geeignet, die zum Beispiel Kakao nicht gut vertragen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und da sind eben auch keine Nüsse an sich drin, weil Erdmandeln sind, glaube ich, nicht wirklich Nüsse. Deswegen sind sie für diese Leute auch geeignet. Ich beschäftige mich aktuell nämlich ein bisschen mit dem Thema Histaminose, also in Anführungszeichen eine Unverträglichkeit an Histamin, was aber so gesehen keine ist, sondern man sollte halt vermeiden, dass es zu viel wird und in vielen Produkten ist das drin und ich habe schon länger Probleme mit einigen Produkten und deswegen bin ich mal auf diese hier zurückgegriffen, weil es eine der Schokoladen ist, die sehr wenig Histamin wohl enthalten, weil eben kein Kakao und so drin ist. Aber mehr dazu mal in einem Vlog oder so. Das ist aber auch gerade eine Reise erst, die ich angefangen habe. Diese Produkte habe ich vorher gegessen, aktuell. Greife ich eher auf unverarbeitete Dinge zurück. Jedenfalls finde ich es toll, dass es von Iglo einen veganen Spinat gibt. Das ist die Sorte mit Alpro zusammen. Der ist komplett pflanzlich und den finde ich sehr lecker. Der erinnert mich total an den Rahmspinat, den ich früher gerne gegessen habe. Leider gibt es den nicht überall und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Es gibt überall Würzspinat, es gibt laktosefreien Spinat, es gibt andere Alternativen. Aber warum nicht den veganen? Weil den veganen können sowohl Leute essen, die Laktose nicht vertragen, als auch die Menschen, die sich rein pflanzlich ernähren. Aber den gibt es immer wieder öfter, den entdecke ich mittlerweile wieder öfter in den Supermärkten. Wenn ihr den mal seht, nehmt den gerne mal mit, es ist eine gute Alternative. Dann habe ich diese Bäderscheiben Classic gegessen. Die sind jetzt in einem neuen Design, so wie mir das scheint. Die finde ich ganz gut, das ist eine solide Alternative für aufs Brot. Ich mag auch die Sorte Boxhornklee total gerne, kann man mal ausprobieren. Dann habe ich eine neue Frischkäse-Alternative ausprobiert und das ist diese 100% vegan von Exquisa. Exquisa ist ja eine klassische Marke, die ähnlich wie Philadelphia hauptsächlich sich auf so Frischkäse und so konzentriert mit verschiedenen Varianten. Ich finde es toll, dass es da mittlerweile eine vegane Möglichkeit gibt. Die fand ich ganz gut, muss ich sagen. Ich fand sie von dem
Geschmack eher so ein bisschen süßlich, also in Kombination Frischkäse und zum Beispiel Konfitüre mag ich das sehr, sehr gerne. Die Basis davon ist eine Kichererbsenzubereitung. Das erklärt auch, warum es eher so ein bisschen süßlich ist, meines Erachtens. Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wenn ich so ein herzhaftes Brot esse, dann mag ich am liebsten den Simply Wie mit Gartenkräutern oder mit Paprika. Den habe ich aber auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ob es den wohl noch gibt? Ich weiß es nicht. Dann habe ich diese Mini-Maiswaffeln gegessen. Mini-Maiswaffeln, Sorte Popcorn. Das kann man mal machen. Die habe ich geschenkt bekommen. Sehr spannend fand ich es, dass die Rügenwalder Mühle jetzt einen Schinkenspickersalat in vegan anbietet. Ihr müsst immer noch ein bisschen drauf achten. Es gibt auch noch eine vegetarische Variante davon. Mein Freund hat sich letztens auch vergriffen. Aber das ist jetzt hier eine vegane Möglichkeit. Und ich finde es cool, dass es solche Möglichkeiten gibt. Preislich für die Menge natürlich teurer als ein Billig-Wurstsalat. So. Aber ja, ich finde es super, dass es sowas gibt. Ich habe früher ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr gerne solche Sachen gegessen. Ich lebe ja komplett aus ethischen Gründen vegan, weil ich nicht möchte, dass meine Lebensweise Tieren schadet. Und deswegen versuche ich durch meine Ernährung, das so gut es geht, einzudämmen. Und ja, das bedeutet aber nicht, dass mir die Produkte, die ich früher gegessen habe, alle nicht geschmeckt haben. Ich war pingelig, aber vieles habe ich eben auch gegessen. Was ich jetzt auch neu entdeckt habe, beziehungsweise vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte, sind die verschiedenen Alpro-Soja-Gurts ohne Zuckerzusatz, und zwar in der Sorte Mango. Ich habe mich sehr in diese Sorte Mango verliebt, denn die schmeckt super lecker und fruchtig. Und statt Zucker ist hier nur eine Mangomischung drin. Ja, wahrscheinlich sehr reife Mangos irgendwie auf eine Art. Finde ich auf jeden Fall eine sehr leckere Alternative. Davon habe ich schon einige Becher verdrückt. Ich habe mich tatsächlich auch an der Sorte Kirsche versucht, denn die ist auch ohne Zuckerzusatz. Und bei der muss ich sagen, die schmeckt mir geschmacklich auch sehr, sehr gut. Ich habe eine Hassliebe zu Kirschen, also ich mag den Geschmack von Kirschen. Ich mag zum Beispiel Kirschjoghurt, aber sobald da ein Stück drin ist, bin ich raus, weil ich diese Konsistenz von Kirschen nicht ertragen kann. Ich nenne sie liebevoll Schwabbelkirschen, ich finde sie eklig. Auch Kirschen aus dem Glas oder Schwarzwälder Kirschtorte, das ist mein persönlicher Albtraum und ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aber ich wollte mich dem stellen und da sind sehr kleine Stückchen drin. Die waren für mich erträglich, also wenn es euch da ähnlich geht, vielleicht bin ich ja nicht ganz alleine damit, dann kann man das mal ausprobieren. Eine Sache für den Ofen, was in Richtung Pizza geht, ist dieses dunkle Ofenbrot Rustipani von Wagner. Groß mit vegan deklariert, finde ich ziemlich cool. Und das ist eben mit Pilzen und wie so eine helle Rahmsoße. Das schmeckt wirklich gut. Ich finde es sehr, sehr lecker. Man muss aber sagen, ich persönlich werde von diesem Brot nicht satt. Wenn man sich die Nährwerte anguckt, ergibt das Sinn. Das ist eher mehr so ein kleiner, mittlerer Snack für zwischendurch. Aber das kann man auf jeden Fall mal machen. Wobei man dazu sagen muss, wer das meiden möchte, das ist von Nestlé. Ich kaufe wenig Produkte von Nestlé, aber manchmal möchte ich das schon ganz gerne ausprobieren. Vor allem auch der Thunfisch, diese Thunfisch-Alternative von Garden Gourmet, die ist schon sehr, sehr gut. Ein weiteres veganes Fertiggericht ist dieses Hühnerfrikassee von Frosta. Das ist lecker gewesen, aber ich muss ehrlich sagen, dass diese Portion auch für mich nicht so wirklich ausreichend war. Auch hier ein Blick auf die Nährwerte lässt vermuten, dass es halt eher eine kleinere Portion ist, aber da sind Geschmäcker, Hunger und Appetit ja auch unterschiedlich. Die Basis davon ist eben Reis und dann sind da so vegane Hähnchenstücke auf Basis von Erbsenprotein drin. Schön finde ich hier, dass man klar sieht, was drin ist und ja, das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Es gibt davon auch noch ein paar andere Gerichte. Die habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich glaube, Bami Goreng ist eins. Und dann gibt es noch ein drittes, aber das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Eine Sache, die es wahrscheinlich bald in Läden gibt oder vielleicht schon in gut sortierten, das ist eine Sache, die ich kostenlos und ohne Bedingungen zugeschickt bekommen habe, ist aber auch keine bezahlte Werbung an dieser Stelle, bei diesem Format nie. Und das ist das Veggie-Schlemmerfilet à la Bordelaise. Man kann es irgendwie jetzt hier mit dem Licht schlecht sehen, aber alleine mit der Kamera ist das immer ein bisschen schwierig. Ist auch von Frosta, soweit ich weiß, Fisch vom Feld. Ist, glaube ich, auch eine Marke, die zu Frosta gehört. Ja, das gehört zu Frosta. Und die machen mittlerweile ja auch sehr viele vegane Fischalternativen, was ich sehr, sehr cool finde. Da ist die Basis Blumenkohl und Schwarzwurzel und noch einige Zusätze, die da drin sind, Gewürze und so weiter.
Und das hat mir ganz gut geschmeckt. Allerdings muss man sagen, dass die Konsistenz davon etwas anders ist. Und den Fischbordelais, den ich früher gegessen habe, der war wesentlich fettiger. Also die Kruste obendrauf war fettiger. Und hier ist alles eher so ein bisschen weicher. Und man schmeckt halt irgendwie, dass es gesünder ist, weil es halt nicht so krass fettig ist. Ich habe früher Fischbordelais super gerne gegessen. Eines meiner ersten Rezepte hier auf YouTube war auch ein Tofu à la Bordelais. Da habe ich diese Kruste quasi nachgeformt und dann mit zerdrücktem Tofu das so geschichtet. Das war auch ganz gut. Ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Ich weiß nicht, ob es schon im Laden ist. Laut E-Mail-Kontakt soll es das schon in den Läden geben. Ich habe es noch nicht gesehen. Ihr werdet es sicher sehen, wenn ihr das nächste Mal im großen Supermarkt seid und an den Gefriertruhen vorbeigeht. Dann habe ich noch einen Pudding ausprobiert, und zwar den Alpro Chocolate Silky and Smooth. Das ist einer, den es in den Niederlanden gibt. Ich wohne ja sehr nah an der Grenze und das letzte Mal, als ich da irgendwie wellnessmäßig unterwegs war, habe ich einen kleinen Stopp in einem Supermarkt gemacht und noch Pudding mitgebracht. Den finde ich ganz gut. Man schmeckt aber schon stark den Sojageschmack raus, muss man ganz ehrlich sagen, bei diesen Puddings auf jeden Fall. Aber das Beste daran ist einfach die Tatsache, wie das aus dieser Packung rauskommt. Ich blende es euch jetzt hier mal ein. Es ist schon sehr speziell und ich musste auch schon sehr, sehr lachen darüber, weil mein Humor einfach so ist, wie er ist. Ja, fischig geht es weiter mit den So Fish Medaillons von So Fine. Ja, die fand ich ganz gut. Also die waren für mich recht ähnlich zu Kibbeling. Sagt man das so? Kibbeling sind doch diese kleinen Stückchen, diese Fischstückchen, die paniert sind und frittiert sind und so. Da kam ich schon ein bisschen ran. Also die würde ich schon auch nochmal nachkaufen. Hier ist die Basis Soja. Die müsste es in gut sortierten Edekas geben. Jetzt kommen wir noch zu ein paar süßen Sachen. Und eine Sache, die ich schon öfter mal auf Instagram gesehen habe und die ich unbedingt ausprobieren wollte, war von Breyers das Karamell- und Pekannuss-Eis. Die haben sehr viele vegane Sorten. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass die eben vegan sind, weil nicht alle es sind. Da müsst ihr eben auf das Siegel achten. Das ist halt in der Regel immer oben und auf den Seiten drauf. Die haben weniger Energie als so ein klassischer Becher, zum Beispiel von Ben & Jerry's, weil hier auf Süßungsmittel und so gesetzt wird. Ja, ich muss ehrlich sagen, das hat mich nicht umgehauen. Man spart eben auch an Geschmack ein und deswegen glaube ich, würde ich das so jetzt nicht nochmal nachkaufen. Leider war ich mal wieder super verpeilt und nachdem ich den halben Becher gegessen habe, habe ich ihn in den Kühlschrank gestellt statt in den Gefrierschrank und so war am nächsten Tag dann alles geschmolzen. Ja, Story of my life. Und dann wurde mir eine Sache zugeschickt, bei der ich gar nicht glauben konnte, dass das existiert, und zwar veganes KitKat. Und nein, das ist kein Fake, das gibt es wirklich. Das hat mir Vegan Food Deutschland zugeschickt. Vegan Food Deutschland ist ein Instagram-Account und die Person, die dahinter steckt, breitet halt viele Infos dazu auf, was es jetzt neu gibt in den Supermärkten, was bald nach Deutschland kommt. Und er kam eben über Kontakte auch an dieses KitKat, was es eben in anderen Ländern schon gibt. Und ja, das war sehr, sehr, sehr gut. Das hat halt wirklich geschmeckt wie KitKat damals. Ich habe es auch mitgefilmt, weil das war wirklich schon ein krasser Moment, weil ich halt schon so lange jetzt vegan lebe und als ich angefangen habe, war das undenkbar, dass so große Marken, auch leider wieder Nestlé, aufspringen und vegane Produkte produzieren. Natürlich, jetzt ist die Nachfrage auch hoch und die denken auch daran, dass sie damit Geld machen können, aber es ist halt schön, Alternativen zu haben, die quasi dann direkt neben den Produkten stehen, die ja, tierischer Herkunft sind. Und je einfacher es den Konsumenten gemacht wird, auf vegane Produkte auszuweichen, desto mehr Leute machen das natürlich auch. Vor allem dann, wenn der Preisunterschied nicht da ist oder halt nicht so hoch ist. Und ja, wer aber lieber auf kleinere Marken steht, was Süßigkeiten angeht, den kann ich die Vegansriegel ans Herz legen. Das ist jetzt die Sorte Choc Strawberry. Das schmeckt eben sehr ähnlich wie Joghurette. Ich liebe die Kombination mit Erdbeer. War super, super lecker. Und auch ein Favorit von mir sind die Protein-Choc-Bars. Die findet ihr zum Beispiel bei DM oder in größeren Supermärkten, die Vegans führen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Dann in dem Paket von Jule, das hatte ich im letzten Aufgegessen-Video schon erzählt, waren noch ein paar andere Süßigkeiten mit drin. Einmal von Nukau Winter Spice. Ja, das hat halt sehr weihnachtlich geschmeckt, so zimtig und so. Fand ich ganz lecker. Und dann war noch ein Cookie mit dabei, Apple and Cinnamon. Cook It, ohne Gluten, ohne zusätzlichen Zucker. Den fand ich nicht ganz so lecker, weil ich halt sehr gerne sehr süße Sachen mag und das, ja,
hat jetzt nicht so meinen Geschmack getroffen. Aber Geschmäcker sind auch komplett unterschiedlich. Jedenfalls ist meine Tüte jetzt leer. Ich hoffe, dass wieder die ein oder andere Sache dabei war, die vielleicht für euch interessant war. Schreibt mir gerne eure neuesten Produkte, eure neuesten Entdeckungen unten in die Kommentare. Ich habe schon gesehen, es gibt jetzt von Cremissimo ein veganes Eis. Es gibt zwei neue Ben & Jerry's Sorten. Es passiert wirklich so einiges, was die veganen Produkte angeht und das freut mich total. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch und wenn ihr mehr dieser Videos sehen wollt, dann schaut doch ganz gerne mal hier oben vorbei. Da verlinke ich euch die Playlist, in denen ihr weitere Videos zum Thema vegane Ernährung und auch aufgegessen Videos findet, denn das ist ein Format, was ich hier regelmäßig mache. Und wenn ihr hier noch kein Abonnent seid, dann könnt ihr das gerne ändern. Da würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, tschüss!